Morgen, Schatzi. Raus. Gehen wir raus. Gesundheit. Gesundheit. Was? Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Vlog, um ganz genau zu sein. Ja, heute habt ihr schon gesehen, ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht, einen Job gemacht. Was heißt es? Ich glaube, es heißt, dass ich jetzt ins Fitness gehe. Und ich muss sagen, heute ist ein komischer Tag, heute ist nicht mein Tag besonders, aber ich möchte trotzdem heute vloggen. Ich möchte euch trotzdem heute mit in den Tag nehmen und ich stelle euch mal ganz kurz ab. Ich habe komisch geschlafen, also ich habe echt nicht gut geschlafen heute. Ich bin mega früh aufgewacht, war mega in Gedanken und bin heute absolut nicht motiviert zum Fitness, aber ich gehe auf jeden Fall, weil ich weiß, danach ist die Laune meistens besser, dann ist auch noch meine Verdauung heute nicht so. Ich weiß nicht, ob das too much information ist, aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass meine Verdauung nach dem Fitness besser ist. Ich fühle mich so aufgebläht heute, weil ich gestern Abend so spät noch Abend gegessen habe. Und dann möchte ich nachher noch mit euch über ein Thema reden, das ich noch gar nicht angesprochen habe hier. Und ich glaube, deswegen ist es in letzter Zeit eh, dass ich total nachdenklich bin. Und ich habe es, wie gesagt, hier noch gar nicht angesprochen. Deswegen werde ich es heute im Laufe des Tages mal ansprechen. Und ich nehme euch auf jeden Fall über den Tag hinweg mit. Ich weiß nicht, ob ich euch ins Training mitnehme. Ich mache heute wahrscheinlich nur Cardio, weil ich irgendwie unkreativ bin. Beziehungsweise ich gehe auf den Stairmaster und mache dann vielleicht noch ein paar so isolierte Übungen. Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir dann später noch Training. Und wir sehen uns einfach später. Ich melde mich nach dem Fitness und mal gucken, wie es mir dann so geht. Von der Laune her. Bis später. Leute, I am back vom Fitness und ich habe was ganz anderes trainiert, als ich eigentlich geplant hatte. Ich habe ja eigentlich geplant, heute so einen Stairmaster-Tag zu machen und dann habe ich auf dem Weg gedacht, ey, ich habe gar keinen Bock auf den ganzen, jetzt ewig lang auf dem Stairmaster rumzustehen. Manchmal gibt es so Tage, da habe ich richtig Bock auf Stairmaster und manchmal gibt es Tage, da habe ich gar keinen Bock auf Stairmaster. Heute war ein Tag, dann habe ich gedacht, nee, ich mache heute Beintraining. Und jetzt habe ich richtig, richtig wackelige Beine, aber es war gut und jetzt esse ich erstmal ein paar Kirschen. Und meine Laune, ich war ja heute Morgen nicht so optimal gelaunt und Barney kommt jetzt wieder hier an. Den habe ich eigentlich, ja, jetzt wird er wieder weg. Ich war heute ja nicht so mega gut gelaunt heute vor dem Training. Es ist jetzt schon besser, aber ich sag's euch echt, es ist so verrückt, was der Darm mit einem macht, wenn man irgendwie, zum Beispiel, ich habe jetzt heute zum Beispiel, ich fühle mich constipated. Also ich fühle mich einfach nur voll, weil ich mich aufgebläht fühle. Ich habe gestern Abend viel zu spät Abend gegessen. Und das ist der Grund, warum ich heute Morgen mich direkt wie schwanger gefühlt habe. Ich habe jetzt eigentlich auch jetzt noch gar nicht so richtig Hunger, aber ich habe jetzt voll Bock auf diese Kirschen. Ja, und das ist so krass, was das mit einer Laune ausmacht. Und da sage ich immer wieder, Leute oder Mädels und Jungs, wenn es euch irgendwie komisch geht, dann also generell psychische Probleme habt oder wenn ihr immer wieder so Stimmungsschwankungen habt und euch irgendwie psychisch nicht auf der Mega-Höhe fühlt, dann achtet immer erstmal auf eure Darmgesundheit, ob ihr irgendwas da noch verbessern könnt. Ich habe gestern Kirschen gegessen, die waren gar nicht gut. Die sind richtig, richtig süß, richtig, richtig gut. Ich liebe ja Kirschen fast mehr als Erdbeeren und so. Ich weiß nicht, Kirschen sind für mich so das Highlight im Sommer. Neben Feigen, neben Wassermelone. Ich habe viele Highlights im Sommer. Jedenfalls das. Und was gibt's noch? Ich werde jetzt erstmal duschen. Ich bin eklig und habe noch nicht geduscht. Und auf alles Weitere, was ich heute noch so zu sagen habe, gehe ich später ein. Und vielleicht ist es auch das, weil ich heute Morgen direkt im Bett lag und ich wusste, ich will heute vloggen, ich will heute euch mitnehmen und ich wusste, dass ich heute euch darüber erzählen will. Und ich weiß, dass ich langsam eine Entscheidung treffen muss. Ich gehe jetzt, wie gesagt, erstmal duschen und erst noch ein paar von den Kirschen und dann geht es weiter im Tag. So, es ist jetzt ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde vergangen und ich habe mir jetzt das Mittagessen vorbereitet. Ich habe hier einen großen Salat gemacht. Unten ist Spinat. Dann habe ich Avocado, gekeimte Kichererbsen. Die kann ich euch mal zeigen, wie die gekeimt aussehen. Dann haben die quasi so ein Schwänzchen dran. Das klingt eklig. Dann habe ich gekeimte Brokkolisprossen, gekeimter, das ist so ein Keimmix, da sind verschiedene Sachen drin. Sauerkraut, Peperoni, die sind ganz entzündungshemmend. Unten drunter ist noch Paprika und als Dressing mache ich jetzt noch, was mache ich denn rein? Also Gewürz habe ich noch Kurkuma, schwarzer Pfeffer, ein bisschen Muskatnuss,
Ich mache jetzt noch Sojajoghurt drüber, weil ich da noch übrig habe. Das mache ich jetzt quasi wie als Dressing dazu. Den von Soyade, den finde ich am allerbesten. Und Essig und Zitronensaft. Und das esse ich jetzt. Sogar wer mein What I Eat in a Day gesehen hat, weiß, dass ich mittags immer so meinen Drink trinke mit... Also ich habe jetzt schon mal Wasser rein, Maca-Pulver, Gerstengras und Weizengras. Und ich mache immer noch vom Zimt rein. Hier habe ich es umgefüllt von der Packung. Und bei Zimt ist voll wichtig. Also Zimt hat ja mega viele Benefits. Antientzündlich, pusht euch so ein bisschen. Ist, finde ich, ist gut für die Haut, für den Glow und so. Wichtig ist aber, dass ihr diesen Kylon oder Cylon Zimt nehmt. Also es ist wichtig, dass ihr nicht irgendeinen Zimt nimmt, sondern wirklich den hier, weil der ist viel, viel gesünder. Und im anderen können so ein bisschen so... ja, Schadstoffe drin sein. Also wirklich darauf achten, dass ihr den Zimt hier nimmt. Der ist immer ein bisschen teurer, aber da kann ich euch wirklich, ich habe jetzt den von Koro und der hält mir schon Ewigkeiten. Also das ist so eine große Packung. Wenn ihr euch einen gescheiten Zimt kauft, dann würde ich ihn echt bei Koro bestellen, diesen Kylon-Zimt. Und dann habt ihr einfach einmal ein bisschen was ausgegeben, aber habt dann wirklich einen guten Zimt daheim und der hält ewig. Und das fülle ich jetzt noch mit Kokoswasser auf und drink das und... So, jetzt komme ich endlich mal dazu zum Reden. Es ist jetzt schon einige Stunden später und ich habe jetzt in den letzten Stunden gearbeitet, war nochmal im Bahngassi, habe einfach ein paar PC-Sachen gemacht und jetzt glaube ich, jetzt erzähle ich euch mal, worum es mir eigentlich jetzt heute so ein bisschen ging, was ich ansprechen wollte, was in letzter Zeit echt so voll in meinem Kopf rumgeht. Und das sind so zwei Sachen. Einmal ist es wirklich eine Riesensache, die für mich einfach total schwierig ist, gerade zu entscheiden. Und zwar geht es ums Thema Tanzen. Wie so oft irgendwie, ich habe es nie kommuniziert, aber ich wollte immer nie eine große Sache draus machen, weil ich irgendwie das nicht mag, wenn man daraus eine große Sache macht. Aber eigentlich habe ich geplant, dass ich nach dieser Saison aufhöre zu tanzen. Also ich habe ja jahrelang Solo getanzt, habe letzte Saison meine letzte Solo-Saison gehabt und habe da auch kein großes Ding draus gemacht, da aufzuhören, sondern habe halt einfach irgendwann gesagt, ja, ich habe jetzt aufgehört. Weil das für mich auch so eine schwierige Sache war und irgendwie, weil ich mir immer so diese Möglichkeit offen lassen wollte, falls ich doch noch will, kann ich ja doch weiter tanzen. Und irgendwie war das für mich dann einfach angenehmer, dass ich dann nicht so jedem das erstmal erzählt habe, dass vor allem, was ich nicht wollte, ist halt, dass ich am letzten Turnier dann so ein Drama draus mache und ja, eventuell dann halt dieses ganze Weinen und dann Leute verabschieden sich von einem und so. Das wollte ich irgendwie nie haben, deswegen habe ich daraus das nie gesagt und genauso wollte ich es auch mit dem Gruppentanzen nie haben. Also ich trainiere die Gruppe, deswegen ich... Ja, das war dann irgendwie sowieso nochmal sowas, so ein schwammiges Aufhören, weil ich ja dann trotzdem noch irgendwie in der Gruppe dabei bin. Aber ja, ich habe halt eigentlich 100% sicher gesagt, ich werde auf jeden Fall mit dem Tanzen aufhören, was verschiedene Gründe hat. Zum einen, ich habe schon tausendmal, glaube ich, erwähnt, dass ich einfach seit vor der Saison diese panische Angst teilweise vor der Bühne habe, was zu vergessen. Weil ich eben einmal diesen Moment hatte und was vergessen habe, halt so einen richtigen Blackout hatte. Ich konnte nichts dagegen tun, ich habe wirklich nichts mehr gewusst. Und seitdem war es dann irgendwie so, dass ich irgendwie Angst hatte. Ich hatte mega oft halt Angst, wieder auf die Bühne zu gehen und hatte immer dieses Gefühl, direkt vor dem Tanz wieder was zu vergessen. Und es war wirklich, das hat sich bei mir echt fast in so einer Panikattacke schon fast geäußert. Also es war nie so schlimm, wie eine Panikattacke tatsächlich ist. Aber es war halt voll oft so, dass ich dachte, ey, ich möchte da gerade echt nicht hochgehen. Ich habe richtig Angst und ich habe teilweise dann auch wieder Schritte vergessen vor dem Tanz und mir musste meine Gruppe immer sofort beistehen. Also wenn ich irgendeinen Schritt vergessen habe, dann war es immer so, Vanessa oder Miri, komm ganz kurz her, ihr müsst mir ganz kurz was erzählen und so. Und das war halt immer für mich so voll der psychische Stress, dieser Moment vor der Bühne. Und ich habe echt gesagt, ich möchte es nicht mehr, ich höre auf, ich kann das nicht mehr. Das ist mir zu stressig, ich möchte es nicht mehr haben. Und dann kommt halt noch dazu, das ist natürlich für mich auch beruflich, ich bin selbstständig, für mich jetzt beruflich irgendwie voll hin und her und dann muss ich mal dahin und irgendwie ist ja doch irgendwie total viel zu tun und so dachte ich halt, ja gut, dann trainiere ich die Gruppe zwar noch und wenn aber halt auf einem Turnier, also wenn ich auf einem Turnier mal nicht mitgehen kann, aus beruflichen Gründen, ist es halt so, dann kann ich halt auch nicht mitkommen und dann ist es auch nicht so schlimm, weil die sind ja alle alt genug, die könnten sich auch selber fertig, also die machen sich auch immer noch selber fertig, so ist es ja nicht. Und ja, jetzt ist der Punkt, dass ich gerade halt irgendwie das doch für mich total schwer fällt aufzuhören und ich bin so froh, dass ich das nie eine große Sache draus gemacht habe, weil jetzt ist halt so, dass ich mir denke so, ey, ich weiß irgendwie nicht, ob ich echt nicht noch eine Saison, diese Saison tanzen soll oder nicht, weil es ist einfach so eine schwere Entscheidung. Ich weiß gerade einfach irgendwie nicht, was das Richtige ist, weil
mir macht es ja so viel Spaß. Ich liebe das Training. Also wenn ich was liebe, dann ist es das Training und ich liebe es zu tanzen und mir macht es Spaß. Wenn ich dann auf der Bühne stehe, dann macht es mir ja auch Spaß, aber ja, irgendwie, das beschäftigt mich gerade voll, weil ich jetzt das langsam auch mal entscheiden sollte. Ich meine, ich muss ja den Tanz stellen und alles und jetzt irgendwie bin ich da gerade voll in so einem, in einer Situation, in der ich irgendwie gerade irgendwie nicht weiter weiß. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, was das Richtige ist. Ich möchte auch nicht, ich möchte, wenn ich jetzt weiter tanze, dann möchte ich natürlich auch wie immer mit meinem ganzen Herz mitmachen. Und mir fällt es irgendwie viel zu schwer, einfach aufzuhören. Ich weiß nicht, das ist so krass, wie man... Das ist auch was anderes. Ich glaube, Leute, die nicht tanzen, vor allem nicht im Gala-Tanz, das ist so eine verstrickte Welt irgendwie. Meine Freunde sind da. Ich tanze ja schon, seit ich ein kleines Kind bin. Und irgendwie, wissen, unser ganzer Freundeskreis ist ja in dem Verein irgendwie mit drin. Und dadurch, dass ich ja noch irgendwie als Trainerin involviert bin, dann ist man irgendwie noch stärker emotional in der Sache so dran und so ganz aufhören. Ich weiß es nicht. Das Ding ist halt, ich identifiziere mich komplett als Tänzerin. Also jetzt inzwischen natürlich auch mit anderen Dingen, die Themen Ernährung und das ganze Veganismus-Thema ist für mich natürlich auch eine Sache, mit der ich mich zu 100% identifiziere, aber natürlich auch mit dem Thema Tanzen. Wenn ich früher an mich gedacht habe, so vor 4 Jahren, war es wirklich so für mich erstmal, ich bin Tänzerin. Wenn Leute mich fragen, was machst du? Tanzen und studieren. Es war halt immer so irgendwie, immer erstmal tanzen und dann war ich irgendwas anderes. Und es ist halt voll schlimm, seine Identität da so ein bisschen aufzugeben. Und ich glaube, für viele ist es, also nicht nur für, also ich glaube, für jeden Sportler ist es schwer, mit dem, was er jetzt jahrelang gemacht hat, mit dem, was sich komplett identifiziert, damit aufzuhören, weil es natürlich irgendwie auch so ein Hergeben von einer Identität ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ja, das beschäftigt mich gerade irgendwie total. Ja, da wollte ich euch mal auf dem Laufenden halten. Es war jetzt eine lange Hinsetzrunde, aber war mir einfach richtig. Ich bin jetzt gerade in der Halle angekommen und habe auch jetzt nochmal Sportklamotten an, nicht wundern. Ich habe zwar heute schon mein Training gemacht, aber ich habe ja jetzt gerade für euch die Workouts aufgeschrieben und meine Gruppe, die Euphorica, die Group, das Team Euphorica muss ja immer, vor ihrem Training erstmal ein paar Workouts machen. Und dadurch, dass ich jetzt für euch das Core- und ein Bauchworkout aufgeschrieben habe und geplant habe und so, muss ich es ja erstmal selber machen. Und außerdem muss ich es ja erstmal Euphorica approven. Die müssen mir jetzt erstmal sagen, wie sie es finden. Wenn sie es gut finden, dann kann ich es für euch für YouTube dieses Wochenende schon abfilmen und hochladen, damit ihr es auch machen könnt. Machen wir jetzt und ich gehe jetzt noch meine Sachen hier holen. Ich habe ja immer noch das Problem mit den Glasflaschen, dass ich, ja, habe ich euch schon mal erzählt, Plastik vermeiden möchte. Jetzt muss ich immer mit Glasflaschen im Training rumlaufen. Das ist so nervig. Und da kommen alle möglichen Leute und sehen mich beim Filmen. Aber die wissen ja, dass ich ständig filme. So, jetzt muss ich alles rausholen und dann geht's weiter. Heute ist Sommertag, deswegen haben wir in einer anderen Halle Training. Hallo! Yes. Schön, wie war der Urlaub? Gut. Und wie lange habt ihr jetzt schon Training? Macht ihr gerade nicht Polka-Training? Evan, die muss ich wieder hinstellen. Hi. Hi. Und dann habe ich mir überlegt, wir machen eine 2-Gruppen-Challenge. Das sind ja, wenn ich nicht mehr tanze, seid ihr 8. Und dann machen wir 4-4 und wir machen am Ende vom Training eine kleine Challenge. Und quasi gegeneinander macht ihr Gruppen. Also wir machen gegeneinander. Ihr müsst Sachen wie Kassocks, Garnesachen halt machen. Geil. Gegen Kassocks. Ja, wir machen eine Challenge. Und der Gewinner muss, der Verlierer muss aber irgendwas machen. Habt ihr eine Idee? Ja. Der Verlierer muss einmal die alte Polka tanzen. Ja. Ja? Okay, dann machen wir das. So, Training ist jetzt fast vorbei und jetzt machen wir noch unsere Challenge. Die Challenge wird so aufgebaut sein, Mädels. Seid ihr bereit? Ihr könnt euch jetzt in 2 Teams aufteilen und wir haben 4 Übungen. Jeder von euch, wisst ihr schon eure Teams? Ihr seid 2 Teams. Und ihr habt 4 verschiedene Aufgaben. Jedes Team tritt gegeneinander an und jedes Team schickt immer einen Tänzer in die Runde. Und jeder muss eine Aufgabe gemacht haben. Okay, habt ihr es verstanden? Ja. Der Verlierer muss nächsten Dienstag die Polka 2-mal tanzen und die andere Gruppe nur 1-mal. Die alte übrigens. Also Disziplin Nummer 1. Kassocks, 30 Sekunden. 30 Sekunden Kassocks, der öfters auf den Arsch fällt, quasi hat die Runde verloren. Ja? So, jetzt bin ich mal gespannt, wer welche Runden bestreitet. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Und wir
machen jetzt die Kassox-Challenge. Und zwar geht es darum, in 30 Sekunden... Ich zähle an. Nee, warte mal, ich sag jetzt. Die Runde startet jetzt. Noch 5 Sekunden. Noch 3. Ah, stopp. Gut. Hier schon mal ein Punkt an euer Team. So, Runde Nummer 2 ist die Grätsprung. Ja, aus der Hocke. Die Grätsprung-Challenge. Wer in 3 Sekunden die meisten Grätsprünge schafft. Auf die Plätze. Fertig und los. Stopp, 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 stopp. Gleichstand. Wie viel? Gleichstand. Upsi. Ich sag euch. Okay, wisst ihr, was richtig doof ist bei Gleichstand? Bei Gleichstand ist halt das Blöde, dass sich für euch jetzt die ganzen Sprünge nicht so richtig gelohnt haben. Nein, also Gleichstand. Punkt für beide Teams. So, wir haben die Überschlagrunde. Runde Nummer 3. Wer in 30 Sekunden die meisten geschlossenen Überschläge schafft. Seid ihr bereit, Mädels? Auf die Plätze, fertig und los. Ich kann es gar nicht verfilmen, weil das ist so unterschiedlich. 15 Sekunden geschafft. Noch 5 Sekunden. Stopp! Wie viele hat Wanne? Wanne? Okay, Wanne 17, Simi 11. Alright, dann haben wir jetzt 3 gegen 1. Doch, 3 gegen 1. Punktestand. Es steht 2 gegen 1. 2 gegen. Warte mal ganz kurz. Ja, wir haben 3 gegen. Nein, 3 gegen 1. Wir machen trotzdem noch. Wir machen trotzdem jetzt noch die letzte. Also eigentlich hat das Team schon gewonnen, aber wir machen jetzt trotzdem noch für den Stolz. Wir machen es trotzdem noch für den Stolz. Auf die Plätze, fertig und los. Wir können auch gerne wechseln, wenn ihr wollt, gell? Noch 10 Sekunden. Da weiß man auf jeden Fall, was die Lieblingsseite ist. Gut, wer hat gewonnen? Wie viel hatte Sophie? 17 hatte Sophie, wow, okay. Und Miri 11. Es gibt trotzdem wahrscheinlich in einem Bein Muskelkater. Also hat Team Marie, Adri, Wanne und Miri gewonnen, müssen nächste Woche einmal Polka tanzen und hier müssen wir zweimal Polka tanzen. Ist es schlimm? Nee, ist nicht schlimm. Okay, ihr könnt euch ausdehnen. Hello again. Und wieder am Handy. Du nimmst schon den Schlafi an. Kein Problem, ich hätte auch gerne Schlafi an. Außerdem siehst du süß aus. Finde ich? Ja, finde ich echt. Ja, nee, ich finde es echt goldig aus. ja, wir sind da. Und jetzt wird erstmal gegessen. So, ich habe mir jetzt hier das Abendessen vorbereitet. Unten habe ich Reis, Kichererbsen, eine ganze Paprika, eine halbe Gurke, dann diesen Kokosjoghurt mit Essig und Miri hat hier natürlich auch die Hefeflocken von Koro. Und wie immer gibt es 5% Rabatt mit dem Code Marissa. Und ja, das essen wir jetzt. Miri hat sich auch ungefähr das gleiche eigentlich gemacht, gell? Mit meinen Einkaufen hier, mit einer gelben Paprika. Man merkt, dass ich im Haus meiner Freundin hier auch bin, mit Katharina hier hinten, weil auch hier kriege ich meinen geliebten Ashwagandha-Tee am Abend, weil Katharina hat Ashwagandha da. Richtig cool. Und wir schneiden jetzt hier noch ein bisschen an unserer Musik für die Haupt... Die ist nämlich noch nicht fertig geschnitten. Ich bin schon müde. Ich muss halt unbedingt früher ins Bett gehen. Ich habe die letzten 2 Tage so Schlafmangel gehabt. Ich glaube, deswegen war ich heute Morgen auch nicht so gut drauf. Es ist schon einige Stunden später vergangen. Es passiert jetzt heute auch nichts Besonderes mehr. Deswegen beende ich jetzt das Video, weil sonst vergesse ich es nachher 100% wieder. Ich weiß das ganz genau, ich würde es vergessen. Wollt ihr Tschüss sagen?
Mm-mm. Wollt ihr von hinten Tschüss sagen? Mm-mm. Von hinten? Nein. Guck mal, von, nein, nein, jetzt einfach nur sagen. Also sie wollen Tschüss sagen, oder? Ja. Also ich sag jetzt als Zuschauer, sag ich jetzt Gute Nacht, Miri und Kada. Gute Nacht. ja, Gute Nacht, Leute. Oder guten Tag, weil auch immer ihr es schaut. Falls es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Kommentiert und... aktiviert die Glocke. Und ein Abo. Ihr vergesst immer ein Abo zuerst. Abo und Glocke. Bis dann.